Wirklich? Das wollen wir in dieser hessischen Kita herausfinden. Auch hier sehnt man sich nach einem Corona-sicheren Alltag. Könnten Corona-Nasenstäbchen auch hier der Durchbruch zu einem Stückchen mehr Normalität sein? Hallo! Das sind die Tests? Ja. Ich habe überlegt, wir machen das hier an dem Tisch und dann können die Kinder so drumherum sein und dann kommen die dann immer zu uns. Ja, gut. Sanitäter Cedric unterstützt unsere Reporterin bei dem Test. Wer möchte denn anfangen? Einmal hinsetzen, bitte. So, jetzt nimmst du das in die Nase und dann ist es wie, als würdest du mit dem Finger in der Nase bohren. Ich will nicht machen. Du willst es gar nicht machen? Soll mal erst jemand anderes es vorher machen? Finn ist erst 3 Jahre alt. Die große Kamera und die vielen Leute sorgen da natürlich für Aufregung. Der 5-jährige Ayas dagegen kann es kaum abwarten. Ich kann alles allein. Du kannst alles allein? Du kannst bestimmt auch schon zählen, oder? Ja. Dann darfst du es jetzt in die Nase stecken, in das erste Nasenloch und dann 5-mal drehen. Ab heute sind die Kitas in vielen Bundesländern wieder im Regelbetrieb. Könnten diese Tests die Lösung für einen sicheren Alltag sein? Ins andere Nasenloch? Muss noch weiter rein. Mhm. Und jetzt drehen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich kann alles. Habe ich doch gesagt, ich kann alles. Und fandst du das jetzt einfach? War richtig einfach. In 15 Minuten haben wir das Ergebnis. Als nächstes ist Ronja dran. Ich bin 4. Wie fandst du das? Ein bisschen kitzelig und schön. Warum fandst du es schön? Weil es Corona ist. Ja. Wie findest du Corona? Geht so schön. Wieso? Weil man dann niemanden mehr treffen kann. Das könnte sich durch die Tests jetzt ändern. Ronjas Schwester Annika ist erst 1 Jahr alt. Sie kann den Test noch nicht alleine machen. Mach dir mal. Aber dafür hat man ja große Schwestern. Und jetzt traut sich auch Finn. Kitzelt? In dieser integrativen Kita hofft die Leiterin auf eine schnelle Zulassung. Naja, Kinder mit einem Handicap, die sind natürlich oft auch vorgeschädigt, dass man sagen kann, Corona würde sie mehr treffen wie andere. Und das haben wir jetzt gemerkt, dass doch die Familien ihre Kinder zu Hause gelassen haben, eben damit nichts passiert. Und um den Kindern, und das ist ja das Prinzip von Integration und der Gemeinschaft, dass wir alle wieder am Leben teilhaben dürfen. Ja, und das wäre eine ganz, ganz große Chance. Frederik ist ein E-Kind und leidet unter einer seltenen Form von Epilepsie. Vor unserer Kamera macht er den Test nicht. Er will lieber spielen. Auto! Ein Auto? Der Auto! Mm. Umso wichtiger, dass die Tests auch bald zu Hause zugelassen werden. So könnte er ihn vor der Kita mit seiner Mama machen. Unsere Testergebnisse sind noch nicht fertig. Solange wir warten, machen wir eine kleine Fragerunde. Was wissen die Kinder über die Pandemie? Das wegen den Chinesen. Die Eisdealer zu. Meine Mama macht mir die Haare. Der Friseur macht es halt besser als die Mama, weil der hat das ja schon gelernt. Das da muss an die Ohren, hinter die Ohren. Und dann sind die Tests fertig. Ronja, wo bist du? Du hast kein Corona. Also kannst du ganz normal weiterspielen. Ist gut? Ja. Von den 10 Kindern, die wir heute getestet haben, sind alle negativ. Doch nicht nur für die Jüngsten können Schnelltests bald die Wunderwaffe für einen möglichst normalen Alltag sein, sondern für uns alle.